demnächst wieder. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Kanalinie Projekt der Senioren. Ich habe den Traktor abgestellt. Wir haben hier, ich zeige euch das natürlich, ne? Alle Felder gedüngt, auch die 4, also 3 und 4. Und jetzt gucken wir mal, ob wir bei Willi noch ein bisschen zur Unterstützung kommen. Ich suche nochmal einen Drescher, aber ich glaube, die muss ich tatsächlich suchen. Ich weiß nicht, wo sie stehen sollen, alle. Es ist immer das Gleiche. Im Fahrsilo. Im Fahrsilo. Dann gehe ich mal gucken. Hüpp. Da, tatsächlich, da steht einer. Ja, nehmen wir den doch. Und, liebe Zuschauer, der Willi hat neue Koordinaten ausgearbeitet. Also neue Einstellungswerte für VCA, wo man dann wirklich die kompletten 6,8 Meter, die er theoretisch kann, nutzen kann. Da bin ich mal gespannt. Oha. Achso, ja. Heute Abend da. Willi, Patrick und Sebastian sind noch da. Hallo. Hallo. Vorsicht. Klappt so noch. Ne, es klappt, glaube ich. Nee, doch, ich kriege noch da raus. Ja. Doch, alles klar, kein Problem. Ja, keine Autogramme, keine Fotos. Sebastian, ich glaube, du musst irgendwann dein Pegel lauter stellen. Du kommst bei mir super leise an. Echt? Okay. Mhm. Na, jetzt war besser wieder. Ziemlich laut. Bitte? Ich hatte den schon ziemlich laut. Okay. Flüsterst du denn? Ja, du bist wahrscheinlich da im Zimmer, wo du nicht laut reden darfst, ne? Boah, eigentlich rede ich normal. Vielleicht muss ich meine Kopfhörer lauter machen. Wäre auch eine Option. Ja, kann man machen. Was ist denn unser Plan auf der Charme? Was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt die Pferde müssen wir machen, ne? Ich wollte Geld kriegen. Ich glaube, wir hatten noch 5 Euro oder so. Ja, das stimmt. Da müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Das Ding ist ja tatsächlich auch, dass die... also Pferde bei der Charvel ist kein Selbstläufer, weil wir ja maximal einen Tag pro Streamabend haben, ne? Wow. Also bis die Pferde fertig, also wirklich fertig wären, müssten wir ja tatsächlich 10 Wochen dann warten. Was? Da habe ich letzte Tage nämlich drüber nachgedacht, ob das so der cleverste Ansatz war. Ja. Ja, schon. Jetzt ist eh schon so. Ja, ja, jetzt ist es sowieso zu spät. Und so ein bisschen reiten in. Das gehört ja auch zu Großbritannien dazu, ne? Die haben ja. Das ist ja eine Pferdenation. Die ist eine reine Pferdenation, das ist so. So, hier Shuttle Control aus. Geht schon wieder los, hey. So, wenn wir das Ding angehängt haben, dann werde ich Willi nochmal fragen. Willi hat gesagt 6,8 und dann minus 0,2. Nee, dann 0. Ja. Und dann minus 0,2. Minus 0,2. Na, bin mal gespannt. Liebe Zuschauer, wenn das funktioniert, ne? Jetzt hat er auch den Drescher noch ausgemacht. Dann funktioniert es nicht. Nee, dann funktioniert es definitiv gar nicht. Das ist sehr eindeutig. Aber ich sehe schon, lange Strecken gibt es ja auch gar nicht mehr. Wird das Gras gehäckselt? Jo. Oh Mann, ey. So, gucken wir mal. So, Willi, ich hoffe, das funktioniert.
Brauchen wir tatsächlich kein Gras mehr in den Silos? Mike hat gesagt nicht. Wir haben ja das eine Silo haben wir ja heute mit Luzierne vollgefahren und so gemacht. Ja. Na ja, gut, Mike wird's wissen, ne? Ja, wenn's einer weiß. Mal gucken, was immer anzeigen können. Oh. Können wir das nämlich direkt überprüfen. Aber ich glaube, ich fahre erstmal ein, zwei Kreise um den Strommast hier, damit der nicht immer so blöd im Weg steht. Wie voll bist du, Willi? Bitte? Wie voll bist du? 47. Komm, mach dich nackig. Ich mach dich leer. Was machst du denn alle? Oh, du bist so richtig fettig, ey. Wow. Wusstet ihr eigentlich, dass Schutemarker und Fenhös fusioniert haben? Nö. Jetzt wisst ihr's. Jo. Und die haben tatsächlich einen vor kurzem schon, also die haben halt gesagt, sie wollen irgendwie mit der Technik wollen sie gemeinsam zusammenarbeiten, aber sie wollen halt schon bei ihren Themen bleiben, also Futterthemen bei Schutemarker und bei Fenhys eben Gülle und Gärreste-Technik. Aber sie haben die Farben so ein bisschen zusammengelegt. Es gibt jetzt einen Shootemarker. Ich glaube RS Company heißen die, glaube ich. Ne, nicht RS, sondern RV. Ne, SV. SV. Das würde Sinn ergeben. Shootemarker, ja. Fenhys. Ja, genau, das würde Sinn ergeben. Gibt auf jeden Fall einen Shootemarker. Beim Ladewagen, der dieses Rot und Grau hat, also diese oben die Planken grau abgesetzt. Und dann hat er aber vorne und hinten so orangefarbene Bleche. Sieht eigentlich ganz cool aus. Weißt du, alles weiß. Ja. Du, ich lese tatsächlich sehr regelmäßig die Profi. Aha. Warum machst du sowas? Ja, der Landwirtschaftssimulator hat dazu geführt, dass ich mich für solche Sachen interessiere. Oh, von daher. Ich habe aber, muss zugeben, ich habe den Vorteil, dass die auch noch da, wo ich arbeite, gedruckt wird. Und somit gibt es immer Belegexemplare für die Tochterfirmen. Also auf Nacken von Amt, oder wie? Nee, völlig legal, gibt ganz ehrlich. Wenn, ich sag mal so, wenn 200.000 Fachzeitschriften gedruckt werden, dann sind das immer 220. Und da gibt's immer... Ehrliche Käufer, deine Schmarotzerei. Ah, das ist so üblich, weil die Ausschüsse tatsächlich weggelegt werden. Und es gibt auch immer noch belegte Exemplare, die da halt zurückhalten muss. Archivieren muss. Ja, und dann gibt es auch so ein paar für die anderen Bereiche. Aber was heißt denn Schmarotzerei? Ja, nein. War selber spitzt. Ja, also für die aber auch. Also das ist ja schon sehr reißerisch hier, wie du hier agierst heute Abend. Irgendwie muss ich an ein schlechtes Gewissen appellieren. Um was zu erreichen? Na, dass du hier Exemplare umsonst bekommst. Ne, umsonst sind die nicht. Kostenlos sind die aber. Ich sollte einfach nichts mehr sagen. Ja, diese Taktik kann man fahren. Wenn du keine Ahnung hast, einfach mal Klappe halten. Wie viel hast du noch drin, Mario? Oder wie viel Platz hast du noch? Ah, ich habe gerade 50%. So richtig viel kommt hier nicht runter, gefühlt. Vor allen Dingen, wenn man es halt häckselt, ne? Da haben wir ja auch nichts davon.
Aber ach so, das wäre halt eine schöne Nummer, ne? So ein, irgendwie ein Ladewagen in der größeren Variante, moderner, der aber trotzdem das Alter von bis 19, in den 1990ern hat. Weil ich glaube, wir machen relativ viel hier mit Ladewagen und Co., ne? So. Ich glaube, da hätten wir auch noch Bedarf da. Ich glaube, theoretisch mit den Drescher könnten wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen hantieren. Die sind ja so schlecht nicht, ne? Also auch die Arbeitsbreiten ist doch. Der Dominator ist ja nicht größer, ne? Wir werden nicht schneller werden, wir werden halt nur moderner werden. Ja, und das möchte ja schon noch, wie gesagt, ich würde mir schon einen Effektivitätsgewinn auch wünschen. Währenddessen kann ich dann in den Shop gucken. Sebastian wird tankt ab. So, was haben wir denn hier? Achso, die Schneidwerke muss ich erstmal gucken. Ich fürchte fast, Drescher wird erst ab Lexion effektiver oder so. Also 7,6 Meter Massey Ferguson, das ist ja schon mehr. Und dann hast du halt schon John Deere, auch 7,6. Rostelmasch, Draper Stream 900 mit 9 Meter. Dann wäre es halt bei den Größenordnungen. Das sind Drescher, also mal gucken. Dann bist du halt schon beim MF Activia und beim T560 von John Deere und natürlich beim RSM. Halt mal gucken, bei den Dreschern, von wann die denn sind. Vielleicht erlaubt sich ja auch sogar, dass wir einen aus dem Vanilla-Spiel nehmen. Obwohl, die sind wahrscheinlich alle. Ich hätte alle gesagt, die sind nach 2000. Ja. Bison bestimmt nicht. Der Bison Ja, nicht, nein. Bison ist raus. Aber du darfst ihn natürlich fahren, Willi. Also. Nö, ich habe hier meinen E516. Der wird ja Tu dir da keinen Zwang an. Das ist übrigens ein E517. Also wegen dem größeren Kontakt, das Ding, ne? Da ist auch nur die Zahl hinten anders. Das hatten wir letztens nämlich schon in der Folge. Da habe ich nachher so, mir die Folge angeguckt, habe gesagt, das ist gar keine 16, das ist ein 17. Sag mal, kann es sein, dass das Schneidwerk nicht automatisch anhebt, wenn man den Ja, ausschaltet? ausschalten. Kann sein. Ich glaube, das ist auch so. Ist das irgendein Mod oder so? Oder ist das tatsächlich Ich der glaube, hier? es liegt an diesem Mod, also an, ja. Okay. Aber Willi, die Werte stimmen ja grandios. Das ist ja der Hammer. Funktioniert wohl, ne? Ja. Ja, bei Sämaschine wird es ja auch nicht einfach. 12 Meter. Kommt's auch nicht so schnell gegen an, ne? Ne, das stimmt. Gut, das Einzige, was man halt hätte, wäre eventuell eine Sämaschine, die Düngefunktion, ne? eine Düngefunktion mit drin hat, ne? Aber da bist du ja hier schon, also in unser im Spiel bist du ja schon bei der Horsch und die hat gerade 9 Meter. 12 Meter hat die Lemken, aber die hat tatsächlich auch nur Saatgut. In Anführungszeichen nur. Und dann bist du bei der Estrella, bei der Stara. Mit 14,4 Meter, die hat Saatgut, Dünger und Direktsaat. Und natürlich gut die Condor, ne, von Amazon mit 15 Meter. Ich weiß halt nicht so, von wann die sind. Also müssen wir wirklich mal in die Produktionsjahre gucken. Sebastian, stell dir mal vor, die Condor wäre schon 1998 gebaut worden. Juhu! Bringt uns alles nichts, weil den Betrag zieht die nicht. Aber der Kirovec zieht die. Ja, okay, gut, das ist ein Argument. Also Traktoren haben wir ja auch aus dem Osten noch, die wir dann da einsetzen können. Wie gesagt, wir werden ja die Technik vermischen, ne? Ein bisschen würde ich noch nehmen, Willi, dann wäre ich auch voll. Der Sebastian, immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Und das dann abgeben, abgeben, abgeben. Geben ist seliger denn nehmen. Ist klar, ne?
Aber ich fahre jetzt mal hier unten ein paar Runden. Dieses unförmige Stück hier. Eva Kandelin. Echt? Ja. Ja, das ist optimal. Ja, aber mit den Samen fängst du sonst nichts an, oder? Nee. Dann hätte ich gesagt, verkaufen. Jo. Bei welchem Mod war das nochmal, das, wo du unterschiedliches Saatgut kaufen musstest? Das war ProSeed, ne? Ja. Wäre eigentlich auch cool, wenn du es selber produzieren könntest, oder? Das kannst du nicht. Aber mittlerweile ist ja eine neue Version raus, wo dann auch das Mais Plus unterstützt. Und der macht dann auch das, du kriegst ja weiterhin das Zaubersaatgut im Shop. Aber der macht es dann relativ teuer. Ja. Und ich nutze es eigentlich gern. Ich finde es. Ja. Kaufst halt nicht wahllos Saatgut, sondern musst halt sagen, okay, was weiß ich, wie viel brauche ich fürs Feld? Habe ich halt nochmal eine Palette rumstehen. Hast du denn auch schon irgendwas, womit man das lagern kann? Also dass du so offenes Gut dafür hast oder so ein. Nee, das kriegst du ja bloß in Paletten beim Händler. Ja. Kriegst du immer nur so, was sind das so? 1000, 2000 Liter Paletten oder so? Keine Ahnung, wie viel das sind. Und dann kaufst du halt nur so viel, wie du brauchst. Gut, ist aber auch dann tatsächlich eher was für kleinere Karten, ne? Also ich nehme das auf die Holzer-Map, da macht das für mich Sinn. Ja. Aber im Prinzip kannst du in jedes Silo eintragen. Ja. Ja, musst halt was machen. Muss halt alles machen, genau. Das ist das Thema. Das ist auch das Thema mit den Ballen, ne? Von Mais Plus. Da haben wir auch gedacht, im Bailstacks müsst ihr irgendwie ratzfass und da haben so viele Leute nachgefragt. Ich denke mal, das Problem ist halt mit dieser, wenn du mit Season spielst, was du ja in der, wenn du mit, sag ich mal, mit Mais Plus und so weiter spielst, in der Regel ja schon spielst, dann hast du ja oft auch Seasons dabei und dann hast du ja diesen GR-Prozess in den Ballen. Und das können halt dann die Lager nicht. Das sagt auch Elki oder so, ja, wenn du ohne Season spielst, ist das Lager-Umschreiben nicht unbedingt das Riesenproblem. Das wird dann interessant, wenn du durch diese Siliererei in den Ballen, weil dieses Skript von GTX das wohl irgendwie nur auf den einen Ballen kann. Ist so mein Kenntnisstand. Muss aber nicht stimmen. Ja, aber Elke hat auf jeden Fall gesagt, dass es deutlich aufwendiger ist für Seasons-Spieler, das zu machen, ja. Aber da muss ich auch sagen, ich finde, das gehört eigentlich zu Mais Plus dazu. Ich finde es cool, ohne Frage, welche Gedanken die sich alle machen, aber dann keine Gedanken darüber machen, wo die Ballen gelagert werden, was man da alles hat. Du könntest ja irgendwo hinstellen. Ja, du weißt, wie das mit dem Multiplayer-Thema ist, da brauche ich dir doch nichts erzählen. Hast du die Objekte da rumstehen, nicht viel, ne? Ja, das ist, ja, gut, und es sieht halt auch nicht schön aus. Ja. Und wenn du halt fünf Ballen aufeinander stellst, die hüpfen halt irgendwann dank der Giants Engine durch die Gegend. Ja. Ich weiß, ob ich einmal einen Tieflader voll Eierkartons hatte, da ruckelte das aber wie Hölle. Ja. Kennt da noch jemand, der wollte mit dem IT-Runner mal Baumstückchen wegfahren? Bitte? Ja, und wir haben uns gewundert, warum der Server so ruckelt. Aber echt, der Meinung haben wir unternommen. Könnte mir mal jemand aufsammeln helfen? Ja, kommt mal vorbei. Kam denn die Frage überhaupt? Bitte? Ich glaube nicht, dass die Frage kam. Nee. Irgendwie durch Zufall sind wir drauf gekommen. Ja. Irgendeiner hat es. Ich glaube, André hat es gesehen oder so. Und dann. Das müsst ihr euch angucken. Ja.
Es gibt ja tatsächlich bei Rechnungsstellungen und bei Angeboten und klassischen Angeboten dieses Thema mit der Salamitaktik, ne, wo du immer wieder hinterher schiebst. Bekommt die Salamitaktik eine ganz andere Bedeutung. Ja, probiert das mal aus, liebe Zuschauer. Macht das mal auf Multiplayer-Server. Wenn ihr richtig Freunde haben wollt, dann schneidet ihr einfach mal 10, 15 Bäume in Salamischeiben. Da wird euch jeder Spieler auf dem Multiplayer-Server für dankbar sein. Definitiv. Einfach mal dieses Erlebnis mitgemacht zu haben. Und pflanzt dann auch noch ganz wild verteilt irgendwelche ganz komischen Lapacho-Bäume in Schweineställe. Hatten wir den nachher wirklich drauf? Haben wir den überhaupt mit drauf gehabt? Ich glaube, den haben wir nie drauf gehabt, oder? Doch, ich glaube, den wollte er nämlich wieder weg haben. Irgendwas war da. Ne, ich bin fast sicher, wir hätten den Lapacho überhaupt niemals drauf genommen. Oder haben wir denn wirklich irgendjemand gesagt, wir machen jetzt zur Versöhnung mal drauf? Oh, keine Ahnung. Nicht. Ich meine aber nicht, dass wir ihn drauf hatten. Achso, ich habe dir das Rohr hier rausgefahren als Zeichen, dass du direkt mal eben rankommen kannst. Ja, dann bleib stehen. Dann bleib halt stehen. Ja, ja, liebe Leute, mit diesen berühmten Worten verabschieden wir euch für heute. Wir machen hier noch so ein bisschen Ackergras, quatschen so ein bisschen vor uns hin, dumm Zeug, ne, ihr wisst ja, wie das ist. Und lasst uns ein Däumchen da, freuen wir uns und wie gesagt, gerne Mod-Vorschläge einreichen. Das nicht zum nicht nur einmal gemacht, dass wir so auf euch da gehört haben und das mitgenommen haben. Das machen wir und würden wir auch wieder machen. Ihr habt jetzt so ein bisschen mitgekriegt, was wir suchen, wo wir Interesse daran haben. Es muss irgendwie ein bisschen größer für uns werden. Und ja, dann sagen wir noch Tschüss. 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 Alles Gute. Bye bye und Ade.